Der März 2023 ist vorbei und das bedeutet wieder, ich habe Produkte aufgebraucht, aussortiert, habe eine Meinung, positiv, negativ. Hallo, ich bin Maria und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Beauty. Wir machen hier Reviews, wir machen hier Schmink, Make-up-Tutorials, Beauty, Beauty, Beauty und ich zeige euch jeden Monat meine aufgebrauchten Produkte und sage euch, was ich davon halte und ob ich sie mir nachkaufen würde. Und das soll jetzt auch für diesen Monat geschehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich würde als erstes mir die Zähne putzen und ich habe eine Zahnpasta leer gemacht und zwar von Xiaya, eine Marke, die ihr bei Cosmetic for Less kaufen könnt, eine polnische Marke. Und ich habe das mal zugeschickt bekommen von Cosmetic for Less zum Testen, weil ich ein Xiaya-Video gemacht habe. Könnt ihr gerne mal auf dem Kanal von Cosmetic for Less schauen. Und diese Zahnpasta, wie gesagt, war dabei. Ich fand die wirklich gut. Also die war schön scharf. Ich mag das, wenn es so einfach richtig frisch ist. Also nicht scharf, sondern einfach mega frisch ist im Mund. Wenn ich direkt das Gefühl habe, meine Mundflora wird sofort instant irgendwie sauber. Hat sehr gut gerochen, hat so schön mentholig auch geschmeckt. Und das ist eine Mint Perfect Active Toothpaste. Remineralizing. Keine Ahnung, was das genau machen soll. Hat Hydroxypatite, Liquid Enamel und Sodiumfluorid und ist auch erst ab 6 Jahren geeignet. Also es scheint schon eher wirkstoffreich zu sein. Mega günstig, richtig gut. Im Shop von Cosmetic for Less bekommt ihr auch 40% auf euren Einkaufrabatt, wenn ihr dort einkauft. Und deswegen, ja, kann ich es empfehlen. Ich habe sie auch noch ein zweites Mal da und würde sie mir auch nachkaufen. Dann würde ich, glaube ich, in die Dusche gehen und ich habe hier ein Duschgel leer gemacht. Ich hatte letztes Jahr mir den Douglas Spa-Kalender gekauft. Ich habe ja letztes Jahr ganz viele Adventskalender geunboxt für euch und dieses Duschgel war da drin. Hat wirklich mega gut gerochen. Also Leilani Bliss, da habe ich auch gerade noch eine Handcreme von. Es riecht wirklich richtig, richtig gut mit Ylang Ylang und Tiare Flower. Und das ist ein Regenerating Shower Body Wash. Was ich daran nicht so schön fand, war, das war nicht so ergiebig. Also es war von der Konsistenz her eher so flüssig. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oft hat man so bei diesen günstigeren Marken, dass man wirklich relativ viel verwenden muss, um wirklich auch das Gefühl zu haben, dass es sich auch gut auf die Haut legt und so. Und eigentlich habe ich selber teureren Marken, dass ich das Gefühl habe, die sind wirklich mega ergiebig. Und da das für mich eigentlich so ein Zwischending ist, habe ich gedacht, das fand ich jetzt schon ein bisschen schade. Also ich muss sagen, ich habe ja noch einige andere in Verwendung und dadurch, dass ich es in diesem Kalender relativ günstig geschossen habe, fand ich es okay. Der Geruch war wirklich Bombe und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schön zum Verschenken. Aber ich glaube, ich würde es mir nicht kaufen, wo es echt so gut riecht, weil ich einfach finde, dass es nicht ergiebig genug war. Hände waschen tue ich auch ab und zu. Und hierfür habe ich ein Seifenstück leer gemacht, auch aus dem Kalender. Und zwar in der Version Sea Thalasso. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Enjoy the Power of the Sea. Eine parfümierte Seife. Das war ein relativ kleines Seifenstück, ein rundes. Und auch das, oh, es riecht einfach so richtig gut. Ich habe davon, glaube ich, auch ein Parfum drin gehabt. Und das liebe ich wirklich. Liebe ich wirklich richtig doll. Ist zwar ziemlich stark auch parfümiert, also das muss man natürlich wissen, aber war auf jeden Fall gut zum Probieren und ich glaube, ich würde es mir auch kaufen und ich würde es auf jeden Fall auch verschenken. Die Gesichtsreinigung ist natürlich auch ein ganz wichtiger Step und hierfür habe ich ein Seifenstück auch leer gemacht und zwar von Claire's Handcrafted Soap, also eine handgemachte Seife. Pore, also für die Poren. Und zwar ist da Aktivkohle mit drin. Das war auch komplett schwarz. Das Seifenstück, schaut mal. Schwarz, schwarz, schwarz. Das war wirklich mega ergiebig. Das war einfach auch wirklich komplett so groß wie die Verpackung. Auch eckig. Und hat meine Haut richtig gut sauber gemacht. Also hat gut gereinigt. Hatte keinen Duft. Ließ sich gut aufschäumen, ließ sich auch gut wieder abnehmen und ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich empfehlen würde. Alle paar Wochen rasiere ich hier auch mein Gesicht und ich habe hier so einen Rasierer wieder aussortiert von Ebelin. Die gibt es auch bei Cosmetic for Less, bei Amazon, die gibt es in jeder Drogerie. Jetzt habe ich aktuell einen, den man öfter wieder verwenden kann und der auch ein bisschen teurer war. Die Klingen sind so scharf. Deswegen bevorzuge ich ihn, aber man muss damit auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Deswegen würde ich die nicht mehr unbedingt empfehlen. Und zwar ist es der von Wilkinson, glaube ich. Werde ich euch auf jeden Fall mal unten verlinken. Ist auf jeden Fall besser, weil man natürlich auch nicht so viel Müll hat, weil man immer nur die Klinge, wie gesagt, austauscht. Also ich, wie gesagt, ich würde die hier nicht mehr so unbedingt empfehlen, sondern lieber einen etwas teureren. Aber ich glaube, so um mal auszuprobieren, wie das so für einen ist, ist es schon auch ganz gut, weil sie natürlich einfach, glaube ich, kosten 3 oder 4 € 3 Stück. Weiter geht's mit meinem Gesicht. Und zwar würde ich jetzt auch
eine Maske auftragen. Und zwar habe ich einmal hier eine von Luvos aufgebraucht. Luvos Heilerde, Zellaktivmaske. Ich habe ja normalerweise die Luvos-Masken wirklich sehr regelmäßig verwendet. Ich habe aber neulich irgendwo auf Instagram oder so gesehen, dass man Heilerde-Masken gar nicht so oft verwenden soll nacheinander. Deswegen habe ich mir das abgewechselt mit einer anderen Maske irgendwie. Alle 3 Male oder so habe ich die noch verwendet. Aber ich mag diese Luvos-Heilerde-Masken wirklich mega gern. Die sind so angenehm zur Haut. Gehen super cremig rauf, gehen auch sehr gut wieder abzunehmen. Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie mir gut helfen. Und eine Augenmaske von Florence by Mills habe ich leer gemacht. Die war in einem anderen Douglas-Kalender. Und das ist eine Swimming Under the Eyes Gel-Pads waren das. Und das waren so kleine Wale, war wirklich ganz goldig. Und was ich schade fand, war, dass nicht so viel Flüssigkeit drin war, dass ich die hinterher sozusagen nochmal verwenden konnte. Das war wirklich nur ganz, ganz wenig. Aber an und für sich fand ich die ganz gut. Das ist auch eine vegane Marke. Und für alle für alle Skin-Types, also für alle Hauttypen geeignet. Fand ich ganz gut. Ja, dann habe ich etwas ganz Neues ausprobiert. Und zwar habe ich die geschenkt bekommen. Also 3 Masken von Elseri. Ist eine Marke, die anscheinend aus Finnland kommt und gerade probiert, hier in Deutschland sich auch einen Markt zu machen. Habe ich ausprobiert. Kommt halt doppelt verpackt, was ich immer nicht so cool finde, aber ja, so be it. Fand ich wirklich eine ganz gute Maske. Also die hatte auch noch relativ viel Flüssigkeit hinten drauf. Hinten hatte auch relativ viel Flüssigkeit noch mit drin, sodass ich sie noch ein paar Mal verwenden konnte. Hatte so ein ganz dünnes Sheet und ja, war eine gute Maske. Kann man bei Amazon kaufen, werde ich euch auch verlinken. Wenn ich mir meine Haare mache, dann verwende ich immer ein Hitzeschutzspray. Hier habe ich eins leer gemacht von Balea. Da fand ich den Sprühkopf irgendwie echt cool. Hitzeschutz bis 220 Grad. Ich muss sagen, ich habe das eine Zeit lang echt schleifen lassen und habe es dann auch manchmal einfach vergessen, Hitzeschutz zu verwenden. Aber ich bin jetzt wieder ganz doll auch dabei, weil ich einfach denke, dass es auch wirklich, wie es auch draufsteht, vor Austrocknung schützt. Seitdem ich jetzt meine Haare wieder, das Blonde weg habe und die Haare auch wieder sehr gesund sind, bin ich jetzt auch öfter mal wieder so am Stylen, verwende auch mal Hitze oder nur Föhnhitze und ich versuche dann immer so, das im Wechsel zu machen, also einmal Luft trocknen lassen und nichts machen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel einfach nur meine Haare so eingedreht und die so trocknen lassen. Dann mache ich einmal Föhn und dann mache ich einmal eben irgendwie mit einem Glätteisen oder Lockenstab, einfach um meine Haare wirklich nicht zu überstrapazieren. Und ich verwende aber jedes Mal auch zum Föhnen und so weiter immer einen Hitzeschutz. Fand ich ganz gut, hat auch wirklich mega lang gehalten, weil ich ja eine ganze Zeit lang wirklich meine Haare gar nicht gestylt habe und würde ich mir deswegen auch auf jeden Fall nachkaufen. Ich creme mir auch regelmäßigst mindestens 2, 3 Mal am Tag meine Hände ein. Und ich habe hier so ein Probierset leer gemacht von Herbazin. Hand- und Hautpflege. Die andere hier, die dritte, die habe ich euch schon mal irgendwann gezeigt. Einmal hatte ich hier eine mit, ich fange mal mit der an, mit Kamille. Die fand ich anfangs gut. Und dann hat sie mir irgendwie, war sie mir vom Geruch her zu anstrengend. Und jetzt, als ich sie dann aber wiederverwendet habe, fand ich sie doch wieder ganz gut, keine Ahnung. Und die mit Lavendel hat wirklich mega gut gerochen. Da habe ich auch gerade eine Originalgröße in Verwendung. Kann ich wirklich beide sehr empfehlen. Was ich daran schön finde, ist, die hat so ein relativ fettige Konsistenz, also sehr reichhaltig, aber bleibt trotzdem nicht so mega lange auf den Händen. Ich mag zum Beispiel so diese Neutrogena norwegische Formel nicht so gern, weil die halt dann wirklich einfach gar nicht einzieht und ich das Gefühl habe, dass meine Hände auch gar nicht atmen können. Also die Haut meiner Hände. Und das ist halt bei denen hier anders. Also ich muss wirklich sagen, kann ich sehr empfehlen. Würde ich mir auch kaufen. Dann habe ich noch ein paar Produkte leer gemacht, die ich eher so im Bereich dekorative Kosmetik einsortieren würde. Einmal und aussortiert. Hier ist ein aussortiertes Produkt und zwar ein Labello. Den habe ich in einer Handtasche gefunden. Habe ich, glaube ich, 15 Jahre nicht mehr verwendet. Und ich weiß noch, dass ich früher gerne Labello verwendet habe. Vor allem diese perligen hier, die so, wisst ihr, die so, ich swatch euch den mal, die einfach so einen perligen Glanz auf den Lippen hinterlassen. Eigentlich finde ich es auch jetzt noch ganz schön, aber ich habe immer bei diesem Labello das Gefühl, dass ich einfach so eine richtig fette Schicht Zeug auf meinem Mund habe und das, also auf meinen Lippen, und das mag ich gar nicht. Pearl and Shine, ich glaube, den gibt es auch immer noch. Also wahrscheinlich sieht der mittlerweile ganz anders aus.
Hier ist noch wirklich fast alles drin. Also hier könnt ihr reinschauen, dann seht ihr, wie wenig bisher aufgebraucht ist. Ist natürlich eigentlich sehr, sehr schade, aber ich verwende es halt einfach nicht mehr, außerdem ist er schon echt alt und ich glaube, er ist jetzt auch einfach drüber. Ich finde, auf meiner Hand sieht er echt schön aus. Vielleicht ist er auch als Highlighter gar nicht mal so schlecht, aber dafür ist er mir, glaube ich, zu ölig, zu fettig. Also in diesem Sinne habe ich ihn jetzt aussortiert. Ich bin auch nicht mehr so der Fan von Labello und Nivea, die gehören ja auch zusammen. Weil ich einfach weiß, dass sie viele Stoffe verwenden, die einfach nicht gut sind für eure Haut und oder die eure Haut auch einfach abhängig machen. Und deswegen, ja, kann ich es auf jeden Fall nicht empfehlen und würde es auch nicht nachkaufen. Ein weiteres Produkt, das ich aussortiert habe, ist dieser Highlighter hier von Kiss Beauty. Ich habe ganz am Anfang von meiner Beauty-Zeit, das ist ja noch nicht allzu lange her, 3,5 Jahre so, habe ich mal eine Zeit gehabt, da habe ich auch über Amazon und so relativ günstig solche Sachen geschossen. Und das war ein Dreier-Set von Highlightern. Und den hier musste ich jetzt leider aussortieren. Den anderen kann ich noch verwenden, weil der einfach ausgetrocknet ist. Schaut mal, ich finde ihn von der Farbe her eigentlich echt ganz schön, weil der so rosig, aber auch goldig ist. Aber, und an und für sich wäre es auch jetzt nicht so das Problem, wenn er nur ausgetrocknet wäre, aber man kann ihn halt auch nicht mehr verblenden, sodass er halt keine Schlieren zieht irgendwie. Ich finde, dass er echt schön aussieht, aber schaut mal, ich kriege es auch nicht mehr so richtig raus. Ja, es ist einfach wirklich ein ganz günstiges Produkt gewesen, aber also ich glaube, grundsätzlich könnte ich es empfehlen. Wenn ihr Bock habt, mal Highlighter auszuprobieren und noch nie das ausprobiert habt, dann glaube ich, kann man das schon mal ausprobieren. Aber ich würde es mir halt nicht nochmal kaufen. Noch ein Highlighter aussortiert und zwar diesen hier. Den hatte ich, glaube ich, vor 2 Jahren oder so mal in einem Catrice-Kalender mit drin. Und das sind so Highlighter-Drops. Das könnt ihr bestimmt auch gut erkennen. Das war der Galactic Highlighter. Der war wirklich mega krass pigmentiert. Aber schaut mal, wenn ich es aufmache, könnt ihr sehen, dass das schon runtertropft, also runterbröselt, weil der ist einfach komplett ausgetrocknet hier. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Also der ist wirklich leider vollständig ausgetrocknet. Sehr schade, weil eigentlich war die Farbe ganz, ganz schön, aber er war auch wirklich mega krass pigmentiert und einfach nicht so für den Alltag geeignet. Deswegen habe ich ihn auch ehrlich gesagt, glaube ich, ein oder zweimal verwendet. Jetzt ist er ausgetrocknet, jetzt habe ich ihn aussortiert. So ist es halt. Also ich glaube, solche Highlighter-Drops würde ich mir auch deswegen nicht nochmal irgendwie kaufen. Ich habe echt eigentlich nur Produkte aussortiert, merke ich gerade. Diese Mascara hier habe ich mir mal bei Yesstyle bestellt. Das ist von Innisfree, ist auch Korean Beauty. Eine Skinny Microcara, also eine Mascara mit einem super, super dünnen Bürstchen. Das gab mal eine Zeit lang so einen Trend. Da hat man irgendwie diese dünnen Bürstchen verwendet. Schaut euch das an. Das ist wirklich so dünn, das Bürstchen. Da, pff, keine Ahnung. Und ich habe das ausprobiert. Es bringt einfach nichts an die Wimpern. Und das fand ich natürlich mega schade. Mir hat dann irgendjemand von euch auch mal unten reingeschrieben, dass diese ganz dünnen Mascaren auch für die unteren Wimpern sind. Und dann dachte ich so, ja, voll schlau, logisch ist es für die unteren, weil du kriegst ja sonst oben nichts ran. Und das ist natürlich auch richtig cool, hier unten oder auch hier vorne so eine ganz dünne zu haben, damit man sich nicht so voll kleckert. Aber trotz allem, ich habe einfach nichts an meine Wimpern gekriegt davon. Und pff, das war einfach irgendwie total sinnlos. Deswegen habe ich es jetzt eben aussortiert. Ja, liegt auch schon relativ lange rum. Schade um das Geld, schade um das Produkt, aber so ist es halt. Noch ein koreanisches Produkt, glaube ich zumindest. Ich glaube ja. Was ich aussortiert habe, ist dieses hier. Und zwar ist das ein Augenbrauenstift. Der hat hier auf der einen Seite so ein, also aussortiert und jetzt zum Schluss auch nur noch aufgebraucht, ne? Hat so eine tropfenförmige, eckige Mine und hat so eine helle Farbe gehabt, habe ich mir mit Absicht bestellt. Aber bei dem war das Problem. Das, schaut mal, seht ihr was? Kaum, oder? Das war genau das Problem, was ich damit hatte. Dass man damit wirklich sehr krass, also zum einen musste man richtig krass aufdrücken, damit überhaupt was abgeht. So, jetzt sieht man erst was und ich habe wirklich mega doll aufgedrückt und das mag ich halt nicht an meinen Augenbrauen. Zumal dann auch einfach die Härchen immer auch rausgehen, auch wenn man sich die natürlich rauszieht. Und das andere ist, ja, dass ich es einfach mega doof finde, wenn ich so viel Arbeit damit habe. Er hat einfach nicht genug Produktabgabe gehabt. Ich glaube auch, dass er ausgetrocknet war, denn als ich ihn erhalten habe, war er schon gebrochen. Und vielleicht war er einfach irgendwie nicht richtig gelagert oder so, keine Ahnung. Vielleicht würde ich es deswegen auch nochmal ausprobieren. Aber aktuell, ja, muss ich es eigentlich nicht unbedingt nochmal haben. Ist übrigens von der Marke Cosnori. Und genau, auf der anderen Seite hatte er so ein dickes Bürstchen, mit dem man eben gut dieses Produkt auch verblenden konnte. Aufgebraucht und aussortiert, beides gleichzeitig irgendwie. Weiterhin habe ich einen Eyeshadow Crayon aussortiert.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher ich den habe. Und ich weiß auch nicht, von welcher Marke oder so der ist. Vielleicht wisst ihr das ja, wenn ihr dieses Logo hier seht. Ich dachte immer, das ist irgendwie von H&M oder so. Weil ich hatte mal eine Freundin, die hat mir so ein Package mit H&M Beauty gemacht. Von vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Aber ist es, glaube ich, nicht. Golden Rose Eyeshadow Crayon Waterproof. Aber schaut mal, was damit passiert ist. Und das war ehrlich gesagt auch schon eine ganze Weile. Der ist einfach gebrochen. Also ich habe ihn dann eben angespitzt. Und wenn ich versucht habe, den zu verwenden, das war so eine glitzerige, schimmrige Farbe. Wenn ich dann probiert habe, den zu verwenden, dann ist es auch nicht gut draufgegangen. Dann habe ich ihn nochmal und nochmal und nochmal angespitzt. Und dann habe ich einfach gemerkt, die Mine ist anscheinend komplett ausgetrocknet. Vielleicht hätte ich ihn öfter verwenden sollen. Ich kann deswegen auch nicht so richtig ein Review geben, außer dass er halt ausgetrocknet ist. Und ich bin ganz gespannt, ob ihr wisst, was es für eine Marke ist. GR. Und dann habe ich noch zwei Produkte von Hot Make-up aussortiert. Was zum Henker ist Hot Make-up? Kennt ihr diese Marke? Kannte mal jemanden, der hat in Dänemark diese Marke vertrieben und hat mir dann einfach von allem was gegeben. Und einige von diesen Produkten probiere ich oder benutze ich auch aktuell noch. Und einige muss ich jetzt aber aussortieren. Und zwar sind es Lidschatten. Was ich daran cool finde, ist, dass die auch alle ein kleines Spiegelchen mit drin haben und so. Und dass man ja natürlich das dadurch auch einfach gut einzeln verwenden kann. Aber ich muss halt sagen, dass diese zwei grünen Shades hier bei mir einfach überhaupt nichts gebracht haben. Also die anderen Farben habe ich behalten, aber die zwei grünen Shades hier, die bringen gar nichts. Also die haben einfach überhaupt keinen. Also wenn man sie so am Finger hat, sind sie gut. Aber wenn ich das jetzt versuche auszublenden, das sieht so doof aus. Und ich konnte so schwer einfach nur damit arbeiten, dass ich jetzt das dann einfach auch aussortiert habe. Diese helle Farbe hier, die bringt wirklich überhaupt nichts. Ja, und ich finde auch ehrlicherweise die Farben nicht so schön auf meinen Augen. Wie gesagt, sie sich mega schlecht verblenden. Ja, deswegen habe ich sie jetzt einfach aussortiert. Das macht aber auch nichts. Ich habe noch ein paar weitere Produkte davon übrig. Ich überlege noch, ob ich sie vielleicht an jemanden verschenke, der sich gerade so ein bisschen mit Make-up ausprobiert oder so. Mal gucken. Meine Lieben, das waren die Produkte, die ich im März 2023 aufgebraucht habe. Im nächsten Monat werde ich so viele Produkte haben. Also macht euch darauf gefasst, dass es mindestens zwei Videos gibt. Ich bedanke mich jetzt wieder ganz doll fürs treue Zuschauen bis hierhin. Wenn ihr euch schon aufs nächste Video freut, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt freue ich mich schon wieder ganz doll aufs nächste Video mit euch. Und bis dann sage ich wie immer, bis bald. Bye bye.